Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellar Blade. So, ich habe hier mal rangezoomt, ne? Vielleicht wird es ein Thumbnail, keine Ahnung. So. Wir machen jetzt folgendes, wir schauen jetzt mal einmal hier unten lang und dann laufen wir hier so rum, ne, so. Und dann hoffe ich, dass wir einfach die Wüste in dem Part vielleicht abgeschlossen bekommen. Ich habe absolut keine Ahnung, es gibt hier einfach so viel zu entdecken. Ja, wir schauen einfach mal. Und dann habe ich, glaube ich, den Anfang lang genug gestreckt. Wobei, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Hallöchen! Ich hasse diese Roboter, ne? Ich habe das jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt, aber ist halt einfach so. Die sind super kacke. Zumindest, wenn es mehrere sind. Wenn es einer ist, dann ist es egal. Hallo, kann ich auf dir drauf? Nee. Ah, okay, gut, nevermind. Vielleicht trotzdem auf dir drauf? Ja, vielleicht hätte es geklappt, wenn ich nicht so doof im Springen wäre. So, ich muss nochmal kurz auf die Karte. Okay, ich bin richtig immer noch. Perfekt. Okay, ich sehe jetzt hier keinen Roboter. Jetzt, oh, doch, hier. Hackviech. Oh, Nightjäger. Trophäe, sehr schön. Okay, das war sein Körper. So, ist hier irgendwas? Was, eine Leiche? Oh. Schaut, den hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gefunden, wahrscheinlich ohne diesen Ding. Okay, wie komme ich da hin? Okay, keine Ahnung, was ich hier mache. Aber anscheinend klappt's. So, hallo. Was haben Sie für mich? Ein Beta-Kern. Fehlt noch einer. Schön. Okay, wie komme ich jetzt hier einfach rüberspringen? Perfekt. Ganz easy. So, Hallöchen, was geht? Komm mal her. Bam. Zwei Viecher tot, ey. Mann. Ist jemand noch mit einem bisschen Leben überleben? Das ist so seltsam. So, du bist der nächste Kollege. Was geht? Bam. Achso, Kreis. Oh ja, okay. Da ich auch schon wieder. Ey, das ist auch doof, ne? Mit dem Blocken und gleichzeitig einen von diesen Skills benutzen. Ich benutze sie immer, ohne dass ich sie benutzen will. Oh, da unten ist noch mehr. Erstmal Zeug sammeln. Okay, was war denn das jetzt gerade? Achso, da liegt was. Bam! Oh, okay. Wow. Kommt es mir so vor, da stecke ich irgendwie viel mehr ein als ganz am Anfang. Wahrscheinlich schon, ne? Hab ich gut gemacht beim Skillen. Kann mehr einstecken. So, Polymermaterial, da geht es anscheinend runter. Wo geht's denn da hin? Ah, okay, da können wir mal runter. Wahrscheinlich da drüben. Habt keine Angst. Ich werde euch einen schnellen Tod bringen. Bam. Okay. Bam. Oh, nice. Alle mit einem Schlag. Ja, du kriegst ein bisschen Feuerschaden, ne? Kein Problem. Aua, aua, aua. Ich krieg auch Feuerschaden. So, was haben wir denn da? Brennt das jetzt eigentlich die ganze Zeit da? Nee, ich hatte jetzt gesagt, es brennt die ganze Zeit, da war da Öl. War da nicht eine Flüssigkeit? Also hier, so wie jetzt hier rechts. Okay. Aua. Warte mal, das muss ich jetzt hier auch ausprobieren. Also der brennt das komplett weg, oder was? Das ist ja richtig cool, wenn das so ist. Aber ich glaube, da ist aber wirklich was drin. Boah, tatsächlich, guckt das euch an. Das ist ja mal voll geil. Also klar, das... ja. Das löst sich einfach auf. Da ist ein Item. Bist du fertig mit brennen? Dankeschön. Bitcoin. Oh, nice. Haben wir sonst noch irgendwas?
Ist noch was? Geht auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Hallöchen. Ich bin dir, ey. Die halten schon mehr aus, als man den hier ansieht, ey. So, das wollen wir auch mal kaputt machen. Weg mit dem Schmutz. Da ist auch was drunter. Ich hab schon gesehen. Oh. Oh, okay. Soll ich ein bisschen aufpassen? Oh, eine Kiste sogar. Kann ich das aufmachen? Warte, das. Ah, es wurde gehackt oder irgendwie so. Cool. Ganz viel Zeug. Ja, mir ist aufgefallen in der Folge gestern, als ich das Video vorhin nochmal geguckt habe, weil ich schaue ja tatsächlich alle meine Let's Plays, schaue ich mir die Folge, sobald sie auf YouTube ist, schaue ich sie mir nochmal an. Zum einen, um zu gucken, ob die Qualität und so alles passt, und zum anderen, ob ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Tatsächlich habe ich hier, da lag noch ein Item rum. Ein blaues. Das habe ich anscheinend nicht eingesammelt. Ich weiß leider nicht, was es ist. Ich hoffe einfach, es war nichts Wertvolles. Wenn ja, dann ja, rest in peace halt, ne? Was soll ich machen? Nur mal hinlaufen. Aber ich glaube, das erspare ich mir. Außer es ist irgendwas wirklich krasses, aber ich glaube nicht. Ah. So, was haben wir hier? Ein Roboter. Was geht denn? Im Kampf. Oh, hallo. Kommst du denn her? Ich habe dich ja gar nicht bemerkt. Kleiner Flitzer, ey. So, was mit dir? Daten von S2RV1C27812. Piep. Dienstleistung für das Gebäudemanagement im Dienstbereich 1113589 6A SF24678 7A GTQW erforderlich. Feuer ausgebrochen. Feuer ausgebrochen. Feuer ausgebrochen. Feuer wird gelöscht. Nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. Aufgabe konnte nicht abgeschlossen. Wer denn? Weitere Servicedrohnen wurden gerufen. Aus der Umgebung. Baldiges Eintreffen. Administrator wurde benachrichtigt. Administrator wurde benachrichtigt. Keine Antwort. Keine Antwort. S2RV1C27812 Service Opfer. Okay. Das klingt ja nicht so nett. Das arme Ding. Kann ich aber nichts machen. Ich kann ihn nicht looten. Gar nichts. So, dann bist du nun mein nächstes Opfer. Ah. Einfach von hinten reinprügeln. Okay. Ach, verpisst euch mal. Aua. Das ist der Preis wert gewesen. Ah, okay, okay, gut. Aua. Arschloch. Aua. Ey, der macht mich fertig, ey. Ich raste aus. Ah. Besser. Fällt mir eigentlich ein, ey. Okay, da vorne, da war ich noch nicht, glaube ich, oder? Doch, von da kam ich. Da war ich auch. Warte mal, bin ich jetzt dumm? Stimmt, da gibt es ja noch den Weg da lang. Aber wäre es dann schlau von hier so? Oder muss ich hier wieder hin und dann da... Ich weiß es nicht. Wie soll ich es machen? Dafür gehen wir hier zum Lager erstmal. So, kann ich irgendwas? Nö. Bin ich irgendwie wieder gelevelt? Keine Ahnung. Einen Punkt habe ich. Mit dem Punkt kann ich mir einen Feuchten kaufen. Perfekt. Ja gut, dann machen wir mal Schnellreise. Quatsch. Einmal zu der Zelle. Aber ich habe ja jetzt nichts vergessen, oder? Ich glaube, ich bin da einmal unten lang und so. Ich glaube, das passt so. So, das heißt, wir laufen jetzt einfach geradeaus. Darüber wieder. Hoffentlich stürze ich nicht schon wieder ab, wie bei dem Part gestern.
Hey, geht doch. Ist doch nicht so schwer. Ich weiß nicht, was die Leute haben. Ich krieg's doch hin. Also keine Ahnung, wie es bei den anderen aussieht. Ich krieg's hin. Ich für mich selber. Was, wieso wird denn das jetzt so angeleuchtet? Ist der da gefangen? Kann ich der... Ja, okay, man kann nicht so weit runter gucken. Hey, das muss doch irgendeinen Grund haben. Freiheit. So angepisst. Schau, was haben die getan? Ich war hier am Reparieren, du Arschloch. Oh, eine Sirenen Zero. Pixie Zero. Ja, nice. Oh, shit. Oh, oh. Hoffentlich haben sie mich nicht gesehen. Okay, haben sie. Aua. 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 Oh. Kollege, ich will überhaupt nichts mit dir gerade zu tun haben. Ich will den da zuerst kaputt machen. Aua. Tja. Boah, scheiße. Oi. Ah. Boah, was? Oh shit, okay. Wow, das war knapp. Ah, weg mit dir. Fuck. Jesus, das war jetzt doch ein bisschen stressiger als gedacht. Hier müssen wir auch noch lang. Da war ich auch noch nicht. Ach, da geht's eh nicht weiter. Ja, perfekt. Runterbreit. Boah, nicht runterfallen. Guck mal, da muss ich vorhin. Wobei, ich kann da schon bestimmt irgendwie. Wobei, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es soweit. Ich will es jetzt nicht probieren, da hinzuspringen. Ja, da unten schon wieder so ein Kackroboter. Überraschungsangriff! Bam! Piss dich! Ah, Trümmerfelder, achso. Ziel. Jetzt mal einmal rumrennen. Okay, der Müll ist da drin. Hier komme ich rein. Nein, da komme ich nicht rein. Okay, der Roboter ist da hinten. Sagen da nichts. Oh, da sind noch mehr. Komm, wir kümmern uns erstmal um den da. Dann ist der schon mal weg. Hey, Kollege. Ah. So, geht doch. Ja, dann schauen wir doch mal, was haben wir da? Nochmal kurz linksen. Ah ja, da ist was. Okay, erstmal gucken, wo... Okay, gefunden. Ich dachte, es wird jetzt voll schwer zu herausfinden, wo das Ding hin soll. Kann ich das einfach... Ich glaube, das wird schwierig. Will ich einfach nur richtig positionieren, bitte. So. Müsste, glaube ich, reichen. Sehr schön. Ach, da, das war's schon. Ah nee, guck mal. Oho. Oh, nicht runterfallen. Okay, da geht's irgendwo runter. Ist hier sonst irgendwas? Also klar, da drüben. Ist das eine Dose? Nee, Vietcoin. Aber auch gut. Damit kann man Klamotten kaufen. Accessoires, Brillen. Und sogar. Das ist das Motorrad. Oder? Ich habe das Motorrad lokalisiert. Verstehe. Sie muss es bei der Flucht zurückgelassen haben. Sieht so aus, als hätten die Drohnen es bereits geplündert. Da kann man nichts machen. Ja, das ist ja sehr. Was haben wir da? Diese Koffer werden normalerweise nur von Scavengern benutzt. Ich glaube, der hier ist Kaias.
Gut zu wissen. Okay, bergen wir ihn und kehren zurück. Ui. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Dann, was ist das da für ein Loch hier? Dann will ich hier mal wenigstens noch reinspringen. Ach so. Oh, wow. Ja gut, dann haben wir den Teil auch mal. Da vorne ist noch eine Schnellreise. Und eine Entspannungsstelle. Den wir wieder mal, ne? Hier. Zack, Münze rein. Beenden Sie uns bald wieder hier im Shop. So, wir haben ein Modul gefunden. Das können wir bestimmt benutzen. Wir haben zwei. Komm, scheiß drauf, ich mach einfach das. Ist mir so wurscht. Einfach kaufen. Guck mal, das habe ich... Wann habe ich denn den Cybermagier freigeschaltet? Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber schön, dann haben wir anscheinend irgendwie noch ein Kleidungsstück gefunden. Okay. Halt, begib dich zu... Ach so. Was haben wir noch? Also es geht da runter. War da nicht noch irgendwie Gegner? Ach, da vorne. Das ist auch noch was. Da ist auch ein Viech drin. Ach, guck mal hier. Das sind gleich zwei. Bam. Mit kleinen Kackviecher. Mikrospule. Aha. Was macht das? Oh, Seil. Ach, da können wir da runter. Guck mal an, oder nach oben. Je nachdem. Da unten ist eine Leiche, oder wie? Reicht das schon? Ich glaube, da war ich anscheinend wirklich schon, aber da konnte ich anscheinend nicht mehr hoch. Ja, krass, cool, dann haben wir das auf jeden Fall schon gemacht. Weil sonst wäre er ja hervorgehoben, was er ja nicht wurde. Oh. Jetzt nicht mitbekommen, sehr schön. Vielleicht kann ich es schaffen, ihn von hinten schnell wegzuballern. Bam! Ist er. Noch eine Mikrosch. Jetzt kriegt das die ganze Zeit. Ist hier sonst irgendwas? Munition kann ich nicht tragen. Aber nee, hier ist sonst nichts. Aber sehr viele Kisten, wo drunter. Gefährliche Kanister liegen. Wo man aufpassen muss, sonst geht's hoch. Mir egal, ich mach das jetzt. Oh oh. Komm. Ja, nochmal. Mir egal. Renn doch. Okay, sonst. Was haben wir da oben? Was ist da? Bin neugierig. Ach, Hallöchen, Viech, was geht? Du bist doch nicht alleine hier. Ah doch, guck mal hier. Haha. Was geht denn? Wir wollen den Nummer zu groß für dich. Ja, aber sonst? Da unten ist noch eine Kiste. Guck mal an. Bitte keinen Kack. Ach, oh, ich hab den. Oh, nice, ich hab den. RRR und ich glaube, das war's. Sehr schön. Und gibt's irgendwas Cooles? Perfekt. Nicht wirklich. Naja. Muss ja nicht immer irgendwas Krasses bekommen. Okay, gut, dass ich da wieder hochkomme. So, was haben wir denn da vorne? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ach, da bin ich. So, hallo, was geht denn, ihr Gegner? Ich hole nur kurzes Zeug. Ah. Aua. Weißt du eigentlich, dass dieses Rumstechen ganz schön wehtut? Ja, das kann ich auch. So, seid ihr jetzt glücklich? Habt ihr jetzt alle das, was ihr wolltet? Okay, und wo sind wir hier? Anlage. Oh, ich glaube, hier kann man das Wasser irgendwie rauslassen.
Feinde in Sicht? Hier kann man bestimmt wunderbar angeln. Angeln? Okay. Ja, Angels haben wir bisher nicht. Das Ding sieht so aus, als müsste es da drauf. Wow, das... Achso. War gestern mal, dass die Taste nicht gedrückt halten soll. Okay, was auch immer das jetzt bewirkt. Ja, dieses Licht da, ne, das gefällt mir nicht so. Ich weiß auch nicht, soll man da einfach ins Wasser rein? Nicht, dass man da irgendwie Aua macht oder so. Also das Wasser irgendwie, aber wenn da wahrscheinlich, wenn man da angeln kann, dann wahrscheinlich nicht, ne? Ja, was weiß ich denn? Okay. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Teil. Das will wieder an seinen rechtmäßigen Platz. So, bitteschön. Das war ja anscheinend noch nicht alles. Und noch. Oh, eine Kiste. Kisten mag ich ja, ne? Nehme ich gerne. Wenn da meistens nichts drin ist, was ich brauche. Wie hier, wow, cool, Munition und den Rest kann ich benutzen, ey, Schmutz. Sorry, ich flitze. Hallo. So. Gut, dann schieben wir das Ding auch mal wieder drauf. Und was passiert dann? Ich glaube, das müsste das letzte sein. Oh. Noch eine Kiste. Kann man da, also ist die wertvoll oder? Keine Ahnung. Aber ich glaube, für das Angeln braucht man so ein Minispiel. Oh! Mocha-Kannen-Kaffee-Latte. 13. Ich glaube, dafür braucht man eine Angel. Ich habe keine Angel. Aber ich kann halt trotzdem mal reinspringen. Oh Gott, ich mag das halt echt überhaupt nicht, ne? Umtauchen und so, da bin ich kein Fan von. Lukes Erinnerung. Das ist der Ort, aber ich kann nicht schwimmen. Was soll ich tun? Soll ich eine Angel benutzen? Hilfe! Ich kann nicht schwimmen. Bitte, irgendwer. Blub. Tot. Okay, ist hier sonst irgendwas? Diese U-Boot-Sounds. Okay, ne, ich glaube hier. Ja, was soll man denn hier angeln? Hier ist nicht. Hier schwimmt nicht mal ein Fisch rum. Oder sieht man Fische im Wasser nicht, wenn man angeln kann? Wäre schon doof. So, was da oben weicht da? Ich glaube nicht, ne? Okay, aber hier scheint auch nichts zu sein. Ah, hier gibt es auch... Ach nee, das ist gar nicht da, das ist da drüben. Ja, cool, dann muss ich mir das wohl merken, dass man hier anscheinend angeln kann. Okay, dann laufen wir jetzt... Wir haben halt echt, wir sind echt fast fertig, ne? Viel brauchen wir nicht mehr. Da drüben geht's voll runter. Nice. Dann haben wir die Wüste komplett gemacht. Folge dem Weg und du siehst Altes Levoir. Altes Levoir. Ah. Hä? Okay. Ja, aber warte mal, hatte ich da... Ach, das ist jetzt weg, okay. Da war ja auch so ein Missions-Log-Teil, deswegen... Kommen noch mehr von euch aus dem Boden während dem Weg, oder? Scheint nicht mehr, aber da ist noch so. Ah, doch, doch, da kommen noch welche. Ah. Von hinten, Alter. Immer von hinten, ihr kleinen Pisser, ey. Naja. Kleinschwänze. Mit euren kleinen Pipis. Müsst ihr mich immer abstechen. Den Small Pepes, ey. Oh, okay, da ist, kann man anscheinend aufmachen. Ja, okay, ich höre euch klopfen. Bestimmt Viech drin. Oh, nee. Hallo. Was in aller Welt machst du hier? Ah, du bist es, Engel. Puh, ich überprüfe im Auftrag des Propheten die Fabrik und Anlagen hier. Ich wollte gerade zurück, als die ganzen Monster kamen. Ich konnte mich hier verstecken. Danke für die Rettung, aber ich hätte da noch was. Ist dir vielleicht ein Sentinel begegnet? Nein. Außer dir ist hier niemand. Nun, die Sache ist, ein Sentinel hat mich als Leibwache hierher begleitet. Er hat mich hier reingeschubst, um mich vor einem Nativer zu schützen und ihn dann angegriffen. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Warte hier. Ich sehe mich weiter um. Ich danke dir, Engel.
Er heißt Go. Wenn er noch lebt, sollte er hier irgendwo sein. Der gute Go. Okay. Warte mal. Hey, da war ich. War ich doch. Jetzt sag nicht, dass sie da hier erst das spawnt, wenn man da schon war. Das ist aber frech, ey. Jetzt darf ich schon wieder hochlaufen. Mann. Aber was tut man nicht alles für seine lieben Mitmenschen, ne? Wenn man schon den Status eines Engels hat, macht man das doch besonders gerne. Man will ja seine Gläubiger nicht trauern zurücklassen. Nein. Oh, okay, ich habe meinen Boost nicht verloren. Scheiße. So, wo soll der... Ach, guck mal, da hinten. Da war der aber vorher noch nicht. Der kleine Schlawiner. Der kann doch nicht in der Zeit, wo ich kurz weg war, hier verreckt sein, ey. Erinnerung von Go. Wie es der Prophet befohlen hat, habe ich den Weg nach Altes, wie auch immer, geöffnet. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie man es ausspricht. Doch die Monster haben mich an meinen Rücken nach Xion an meiner Rückkehr nach Xion gehindert. Ich hoffe, dem Ingenieur geht es gut. Ingenieur geht gut. Das muss wohl der Sentinel sein. Mhm. Hat mein wohl beim Gott. Kampf gegen den Nativer den Halt verloren. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Da ist ja noch viel mehr, ey. Das ist ja voll gruselig. Wieso sehe ich das erst jetzt? Ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe hier dezent ein ungutes Gefühl, hier rumzuschwimmen. Ich bin absolut kein Fan von. Aber anscheinend gibt es hier irgendwas. Ach, ich bin so froh, ne? Anscheinend gibt es hier keine Viecher im Wasser. Sobald ein Viech kommt, ne, im Wasser, ich schwöre bei Gott, ich gehe nie wieder in diesem Spiel ins Wasser. Mir scheißegal. Mach ich da nicht mehr. Kiste, brauche ich ein Passwort? Ich hasse mein Leben. So muss ich irgendwann nochmal kommen. Und wenn da nur Schrott drin ist, flipp ich aus. Und warum musste man jetzt außen rumschwimmen? Ach so, weil man hier nach oben gedrückt wird. Okay. Makes sense. Wo geht's hier raus? Hilfe, ich will hier raus. Scheiße, wo geht's hier raus? Hier? Was ist das jetzt eigentlich schon wieder für ein Objekt? Gute Kacke, wo geht's denn da raus? Hilfe. Achso, das sind die Teile da. Da geht's raus. Schnell, wir müssen hier raus. Ich habe Angst. Uiuiui, okay, schon besser. Sobald mein Kopf über Wasser ist, fühle ich mich deutlich besser, aber auch allein der Gedanke, dass ich jetzt nichts mehr unter Wasser sehen kann, macht es halt nicht besser. Aber es ist schon mal besser so. Ja, sehr seltsam. Ja. So. Dann sagen wir mal seinem Kumpel, dass sein Freund tot ist, seine Leibgarde, sein Leibwächter. Der Stoat, der ist im Wasser ertrunken bei der Flucht. Ich denke mal, er konnte nicht schwimmen. Oder er hat eine starke Wunde abgekriegt und ist dann da drin verblutet oder keine Ahnung. Moin. Du bist zurück. Was hast du rausgefunden? Hast du den Sentinel gefunden? Er fiel im Kampf. Verstehe. Also starb er meinetwegen. Wir wussten beide, dass das gefährlich wird. Mögen seine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Naja. Zumindest konnte ich den Auftrag des Propheten erfüllen. Engel, nimm gern den Lift dort. Ich habe ihn repariert. Okay. Dann mache ich mich auf den Rückweg. Ich bringe den Memory Stick eines Freundes zurück, der für mich starb. Mach's gut. Aha. Haftstrafe. Was, wenn du auf dem Rückweg verreckst, soll ich dich nicht begleiten? Traust du dir das zu? Oh ja, sehr gut. Da ist auch nochmal ein Camp. Das ist super lovely. Hier sonst noch was hinter dem Ding? Nö, okay. Hier ist schon wieder ein Mensch. Überall Tote, ey. Hallöchen.
Befehl von Legionär 295. Es ist unmöglich, die Mission abzuschließen. Trommel die restlichen Leute zusammen und ordne den Rückzug an. Du musst überleben, das ist ein Befehl. Tja. Eise gelaufen, würde ich sagen. So, dann aktivieren wir mal diese Chill Station. Dann können wir nochmal leveln. Wir haben jetzt 3 Punkte, glaube ich. Sehr schön. So, das heißt, wir haben hier noch 2 Teile. Und wir nehmen... Komm, wir nehmen das da, Fokus, Beta-Energie. Und beim nächsten Mal holen wir dann das. Dann haben wir hier erstmal alles. Mehr kann ich hier nicht machen. Dann chillen wir erstmal hier hin. Einmal für die Energie. Sehr schön, dankeschön. Was, keine Schnellreise, ne? Scheiße. Jetzt muss ich kurz gucken. Geht da auf jeden Fall runter. Machen wir das noch, oder? Oh, stimmt, die Viecher sind wieder da. Nein, nein, geh weg. Nein, nein, ich will jetzt nicht. Will jetzt nicht. Nein, es geht nicht. Ach, dann komm halt her. Arschloch. Wollt doch nur runter. Ist ja, ey. Aber gut, dann ist da noch was. Oh, Adlerauge, Exospine. So, ja, dann fahren wir mal. Jetzt stürzt das Ding ab, ey. Ich fühle mich hier drin nicht wohl. Absolut nicht. Wieso wird der Kopf unsichtbar? Zu nah dran. Okay. Ist die Frage, ne? Wo soll ich jetzt hin? Ich muss so oder so anscheinend so rumlaufen, oder wie? Weil da zu ist? Muss ich das von der anderen Seite aufmachen? Ah, guck mal, das ist ein Mensch. Rat von Scavenger 216. Die Pflanzen sterben im Winter und im Frühling erwachen sie zu neuem Leben. Auf der Erde herrscht momentan Winter, doch sobald der Winter vorbei ist, folgt der Frühling, gewiss. Also gib nicht auf und kämpfe weiter, überlebe und gieße den Frühling auch für mich mit. Hier ist wahrscheinlich zu, ja, von der anderen Seite. Ja gut, da müssen wir wohl doch anders rumlaufen. Einmal rumlaufen. Ja, ich sehe dich schon, du Viech. Ich wollte gucken, vielleicht wäre da... Ach, guck mal, da ist einfach was, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, schön, da... Objekt, da liegt noch was angeblich. Tschüss. So, was mit dir, Kollege? Willst du auch sterben? Kein Problem. Ah, noch ein großer. Was geht denn? Euch habe ich ja immer super gerne, ey. So, was haben wir hier? Blut. Ja, da ist soweit. Ne, oh mein Gott. Oh, ich schreck mich halt immer so. Nein, lass mich in Ruhe. Ich bin nett. Okay. Was haben wir denn da? Ein Gegner. Was geht? Hast du dich erschrocken, hä? So wie ich. Weg mit deinem Kopf. Aber diese Viecher, die... Ach, guck mal, die haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Der ist schon tot? Hä? Tatsächlich. Gar nicht realisiert. Ach, guck mal, was da ist. Ja, aber ich bin im Kampf. Wegen dem Tentakel-Rape-Viech. Hi, was geht? Ja, ich nehme erst die Zeit, um zu looten, bevor ich mich um dich kümmere. So, tschüss. So, was haben wir hier? Bitte irgendwas, was mir fehlt. Also, mir fehlt alles, aber damit ich die 3 voll habe, komm. Yeah, ein Körperkern, sehr schön. Bam, Leben erhöht. Das gefällt mir richtig gut. Leben ist super. Okay, sonst ist hier nix. Gut zu wissen. Okay, da haben wir nochmal eine Stelle.
Vom Entspannen mit Schnellreise. Das ist doch super. Das freut uns alle so sehr. Ein Level-Up hatte ich nicht. Ne, ich guck trotzdem mal nach. Nee, okay. Was heißt Level-Up? Schon, was ich meine. Extra Spines. Ja, ich kann hier lauter Sachen machen. Aber ich habe keinen Bock. Ich will meine Punkte dafür nicht opfern. Vielleicht mache ich das hier noch. Warte mal. Was ist jetzt das? Da muss ich eh rein. Ich sehe den Eingang zu Altes Lavoir. Brauchen wir einen Sicherheitscode? Nein. Aber da reinzukommen könnte ein bisschen schwierig werden. Huh? Wirst du schon sehen. Ja, wie komme ich jetzt dahin? Muss ich von da runterspringen? Na gut, schauen wir mal. Altes Lavoir. Oh nein, Cutscene. Halt, Fremde. Wer bist du? Quiel von der Königlichen Garde. Ich beschütze auf Befehl von Orkhill die Ruinen. Ihr wisst, dass das Sperrgebiet ist. Moment, Moment. Aber wir sind doch wegen Orkhill hier. Dennoch. Ich kann keine Unfähigen durchlassen. Unfähig wofür? Wenn ihr es schafft, mich zu besiegen, dürft ihr passieren. Nun, wenn das alles ist. Oh ja, yeah, perfekt. Dann komm mal ran hier auf den Meter, ey, Frau. Aua. Also manchmal will ich einfach blocken, aber das Spiel sagt nein. Hat sie sich gerade geheilt? Oder was war das? Ah, oida. Okay. Willst du sie umbringen oder soll ich sie einfach nur besiegen? Ach du Scheiße, ey. Ah ja, perfekt, jetzt ist sie ausgewichen. Jesus. Aua. Hey, ich hab doch gedrückt. Okay, reicht. Sehr gut. Alter. Ich habe dich unterschätzt. Du warst dem Alpha-Native ebenbürtig. Es war mir eine Ehre, mit dir zu kämpfen. Wir können jetzt eintreten, oder? Ja. Yeah. Altes Lavoir wurde schon vor langer Zeit von Natibas kontaminiert. Keiner ist je lebendig zurückgekehrt. Doch was dich betrifft, habe ich Hoffnung. Alter, ich hätte dich fast umgebracht, Mann. Das war ja übel krass. Ja, aber da wollte ich eh nicht hin. Ich wollte erstmal da drüben die Tür öffnen. Dab-da-dab-dab-da. So. Sesam, öffne dich. Warte mal, nee, das ist ein anderer Weg. Ja, doch. Hä? Oder ist da noch eine Tür? Was ist noch eine Tür? Guck mal. Ich dachte schon, was geht ab? Aua. Nur dieses seitliche Reinstechen, ey. So, jetzt bist du dran, komm her. Bam. Aua, echt jetzt? Arschloch. Ja gut, natürlich erwische ich das Ding noch. Naja. Oh. Das sind Feuerwerk jetzt immer schön. Naja, und nochmal. Was ist das? Ach, Munition. Ja, perfekt. Da liegt noch ein bisschen Geld. Ich nehme auch mal mit. Oder auch nicht. Das ist kein Geld. Och, man muss aber erst draufklettern. Okay, dann machen wir jetzt die Tür auf. So, jetzt haben wir alles offen. So wollen wir das haben. Und was ist jetzt? Da geht's hoch oder wie? Aha. Bin ich mal gespannt, ey, wo es dahin geht. Komme ich dann auf die andere Seite, wo es zu ist?
Imagine, da wäre jetzt so ein Fass gewesen, ey. Dass ich zu lange nicht gesehen habe und dann explodiert es einfach und ich fliege runter. Mal, wo geht's denn hier hin? Hier ist auf jeden Fall falsch. Links rum. Sag mal, bin ich hier gelandet? Ach, oh mein Gott, was bist denn du? Yee. Was sind das denn für Viecher? Oh, da kommt ja noch mehr. Nein, Alter, hallo, du bist neben mir. Wieso kann ich den nicht analysieren? Ach, sag mal, das Spiel, das verarscht mich auch. Oh, das Ding lebt ja immer noch. Ach du Scheiße. Huch. Explodiert er einfach nach Scheiße. Oh, ja. Die Tentakelpisser, ey. Ja. Weg mit dir. Sehr räudig. Was für eklige Viecher gibt es denn hier im Spiel, ey? Ich dachte, okay, gut, das sind also komische Kreaturen. Aber nee. Richtig disgusting Kackteile, ey. Oh Gott, Mann, was ist. Alter, hier sind ja noch mehr. Okay, die kennen wir aber schon. Ich will aber erst weiter da hoch. Wo noch mehr so Ekelteile sind. Ach ja, perfekt. Ach, nicht schon wieder. Ja, okay. Kackdinger. Alter. Da, was zum Fick? Ist das eklig? Alter, die lassen einfach so Leichen liegen, ey, die nochmal irgendwie so, weiß nicht, explodieren müssen. Atsch. Weg mit dem ganzen Schmutz. Aber ist hier irgendwie auch irgendwas? Hier habe ich das Gefühl, dass das, ist das hier nichts ist. Denn mal. Da geht's auf jeden Fall, da unten ist auf jeden Fall Objekte. Ich muss anscheinend sowieso da runter, dann kann ich auch einfach hier runter gehen, oder nicht? Komm. Ich mach das so, wie das Spiel es will. Anscheinend hier. Ja gut, gehen wir einfach da runter. Also noch mehr. Die Folge geht schon wieder viel länger, als ich es gewollt habe. Ich kann halt nicht aufhören. Weil ich weiß halt, wenn ich jetzt aufhöre, dann spiele ich bis morgen nicht mehr. Wow. Ja, okay, entspannt euch mal. Quatsch. Finish. Ja, wo geht's da jetzt schon wieder hin? Einmal da rum oder was? Ja, okay, das machen wir später, weil ich weiß nicht, ob ich da wieder zurückkomme. Mal wo? Da. Da will ich hin. Einmal da hoch. Hallöchen, was geht? Hast du schon auf mich gewartet? Ekelhaft. Aua. Ich sag, diese Explosionen sind, ne? Heimtückisch. Brech und heimtückisch. Guten Tag. Ey, schon wieder so ein schleimi Tentakel, ey. Komm noch her, komm. Gut. Aua. Das sind halt echt Menschen, ey. Guckt es euch an, Mann. Das sind einfach irgendwelche
Alter, was zum Fick? Ohne Scheiß, Mann, was ist das? Das sind einfach Menschen oder so. Ja, weg. Wenigstens gibt es hier noch eine Kiste. So, was da drin? Omnibolzen. Modifikation. So, was haben wir da? Oh, ups. Hab ich dich... Oh, Entschuldigung, ich wollte... Ich wollte nicht so tun, als hätte ich dich nicht gesehen. Aber ich habe dich wirklich nicht gesehen. Ah. Aua. Okay, was haben wir denn hier so? Schrott. Zeitung. Drohnen-Upgrade-Modul. Ja, schauen wir mal. Die Wahrheit, Artikel 1. Die Wanzen unter uns. Schockierend hören die elektronischen Geräte, Roboter und Drohnen ihr Privatleben ab. Eidos, Orca. Orca? Ist der schon so alt oder was? Petraster. Drei Kartelle der Megakonzerne, die personenbezogene Daten und große Datenmengen monopolisieren. Der Beginn einer Dystopie, in der Unternehmen die Politik, die Gesellschaft und die Wirtschaft beherrschen. Wir müssen in die Steinzeit zurückkehren, um diese riesigen Unternehmen zu meiden. Die Sicht eines führenden Sicherheitsexperten auf die Zukunft. 12 Angewohnheiten zum Schutz ihrer persönlichen Daten. Lernen Sie, ihre Freiheit zu verteidigen. Ein Exklusivbericht unseres Reporters Quinn, exklusiv in die Wahrheit. Okay. Alter, habe ich jetzt hier alles? Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Ich glaube, ich habe eigentlich alles. Jetzt noch die eine Stelle da, wo ich klettern muss oder kann. Da drüben. Schauen wir doch mal, ob das klappt. Kann man? Nee, oder? Ah doch. Boah, Alter. Das war ganz schön knapp. Sag aber nicht, da kann ich da einfach nur wieder runter oder was? Glaub nicht. Muss doch schon. Ah, guck mal, ist sogar. Oh, wir kommen nur, glaube ich, doch nach oben. Also auf diese andere Seite. Ah, nice. Nice. Was bist du denn? Ach, das Ding. Ach, das kennen wir schon. Das ist, glaube ich, auch ein Special-Viech, oder? Nee, ist es nicht. Ich dachte halt. Okay, 4, 20. Okay, was hast denn du zu sagen, Kollege? Testament von Sentinel 6.5. Ich habe keine Angst, ich bin nicht traurig, ich bereue nichts, ich bin ganz ruhig. Ich bin dankbar, dass meine letzten Momente so friedlich sind. Okay, wir machen mal hier die Tür auf. Sicher. So, und was mache ich jetzt hier? Das Ding ist aktiviert, da ist noch... Da brauche ich ein Gro... Warte mal. Das da drauf... Okay. Das geht nicht. Wie kriege ich denn dich da raus? Muss das Ding da drauf schmeißen? Aha. Wie kriege ich das da drüben raus? Hat das einen Grund? Ist das so ein Rätsel, wo... Keine Ahnung, ich lasse es mal so. Gucken wir mal da hoch. Ja, ich dachte mir halt, ich bin hier eigentlich fertig mit der Wüste, deswegen würde ich hier gerne halt einfach in der Folge alles machen. Aber dann ist es ja vorbei und so, ne? Zumindest die Wüste. Ah, okay, da ist ein Schalter. Okay. Und was ist jetzt das Ziel? Also... Soll ich alle auf ein Ding mal draufstellen? Es gibt immer einen Punkt drauf. Ja, als ob das richtig war. Willst du mich verarschen?
Ich habe einfach nur alle da drauf geschoben. Oh, Gerstentee. Nice. 14 von 9. Alter, boah. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern, bis ich alle Dosen habe. Ja gut, dann glaube ich, haben wir hier alles fertig. Außer ich habe irgendwo was übersehen, was natürlich sehr wahrscheinlich sein kann. Wir laufen nochmal zurück. Und dann gibt es auch bestimmt noch eine Möglichkeit, irgendwie abzugraden oder so. Ich bin ganz rechts davon gewesen. Wie kann das sein? Hier. 2. Sehr schön. Gut, dann haben wir das da fertig soweit. Fehlt nur noch der Teil hier. Aktuell. Ja gut, dann würde ich mal sagen, entspannen wir hier. Erfrischen uns. Und dann geht das Ganze hier morgen weiter. Also für mich morgen. Doch, nee, für euch auch. Stimmt, die Folge kommt ja heute. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Guantanamo. Ciao.